Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wolfenstein 2 The New Colossus. So, wir suchen unser U-Boot und ja, was läge da näher als erstmal im Wasser zu suchen. Ab in die Kanalisation oder was auch immer das ist, irgendeine Plörre. So, einmal tauchen, gleich mal wieder hoch, weil atmen wollen wir ja auch. Oh Gott, Krokodile. Keine Ahnung, was erwartet uns hier? Wir haben keine Wumme, zumindest kann ich nichts machen. Faustkampf oder mal gucken hier. Ja, nee, da ist auch nichts. Überall. Aha, da ist sie wieder, die Wumme. Schön, ich fühle mich schon wesentlich besser. Hier ist wie immer nichts, aber ich gucke natürlich, weil man weiß nie, was man nicht alles finden kann. Was haben wir denn hier? Flow Direction. Aha, die Flutrichtung des Wassers. Ja, ich wusste es doch. Oh, meine Pumpe. Einiges bisschen. Haben wir's? Den Krokofanten? Ist kein Fand, ist ein Deal. Liegst du da? Oder bist du nochmal irgendwo? Oh, meine Pumpe, echt. Heiliges bisschen. Ja, da haben wir noch ein bisschen Heilung. Sehr schön. Ich wusste, dass ein Krokodil kommt. Wasser in dem Spiel, gleich Krokodile. Aufhören, Anya. Und dann wenn kommt wir eins. Schon untergehen, dann mit wehenden Fahnen. Grace, holen Sie uns jetzt hier raus. Ich komme. Auch Flutrichtung. Aber nochmal Krokodil, das muss doch nicht unbedingt sein. Höchste Alarmstufe. Ach du grüne Neune, okay. Ich höre Maschinen. Große Maschinen. Wir wechseln hier mal. Oh, dagegen gestoßen. Meine Presse, Chris. Das war knapp. Immer noch eine lahme Ente, aber die großartigste, die ich je gesehen habe. Fergus, Anya, helfen Sie allen an Bord zu kommen. DJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Blast Regime wird sich sammeln, ihren Arsch auf Lakes Nail Apartment Gebäude, ja, und wir haben ins U-Boot. Außenwärter auf dem Radar, er ist gleich hier. Los jetzt! Ich habe überhaupt nichts verstanden, was sie wollte, aber wir haben auch gerade andere Sorgen. Wir sind hier fürchterlich unter Feuer. Ich muss mal hier nochmal gucken. Hier ist nichts, da ist was. Und daneben gibt's ja nicht. Ich sollte auch die Knarre nicht so gebrauchen. Allzu oft, das ist nicht zu empfehlen, aber das Teil hier hätte ich dann doch gerne. Kostet ja nichts, wenn wir es klauen. Aha, hier können wir auch noch rein. Ich weiß, ich müsste eigentlich den Kommandanten killen, aber wir können hier nichts auslassen. Konzeptart. Aha, ja, diese komischen Geräte, da haben wir auch schon eins gesehen. Ganz klar. So, nehmen wir, und hier ist auch noch was. Nehmen wir gerne auch noch mit. Da kommen wir nicht rein. Nicht verfügbar. Ja, dann, wenn wir nicht reinkommen, gehen wir da raus. So einfach ist das manchmal. Na, sehe ich hier noch jemanden? Ich weiß, da hat es auch geblinkt, aber wir müssen in Richtung Kommandant. Sonst wird das hier irgendwie zu extrem wahrscheinlich, weil dann zu viele kommen, fürchte ich. Da war gerade einer. Aha, das ist wieder das Teil, was erstmal ein bisschen in Gang kommen muss. Alles klar. Ja, das gefällt mir besser. Da muss gar nichts in Gang kommen. Da kann man einfach mal ballern. Vielleicht würde sich hier sogar, ich wollte gerade sagen, eine Granate lohnen. Das Blöde ist, wir haben keine. Von daher dann eben doch nicht. Was haben wir hier noch? Dann ist das, nehmen wir mit. Hier komme ich gar nicht hoch. Muss ich da mit Schwung hoch? Das wäre blöd, weil... Ja, da müssen wir mit Schwung hoch, weil da muss ich ja die Knarre weglegen. Okay, wir legen mal und gucken mal, ob wir das so schaffen. Ja, so klappt's. Ne, ich habe eben keine mehr. Ich muss sie unten liegen lassen. Oh, der Kommandant. Okay, für den reicht's dann noch dicke mit dem Teil. Irgendein Kärtchen hat er noch dabei gehabt. Wahrscheinlich Enigma-Code. Komme ich hier rein? Nein, nicht. Nicht betretbar. Sozusagen, also betretbar, habe ich betretbar gesagt. So, der ganzen Hektik und Aufregung, Startkarte, Markus South Branch. Jawohl, sehr schön. Haben wir den auch noch gesehen? Da haben wir noch ein bisschen was. Jetzt könnte ich eigentlich wieder die schwere Knarre nehmen, möchte ich aber gerade eigentlich nicht. Dann erstmal noch mit dem Teil hier gucken. Bin ich jetzt wieder unten? Jetzt bin ich wieder unten. Wie habe ich das denn angestellt? Wo muss ich denn hin? Wie bin ich jetzt hier runtergekommen? Aha, okay, ja, alles klar eigentlich. Dann gehen wir noch glatt noch mal kurz rauf, weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist noch was. Genau, hier geht es nämlich noch weiter rauf.
So, einfach dem Licht folgen. Oh, 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 ein Hundi, ein böses Hundi, wo bist du? Gibt's ja nicht. Jetzt hat uns, mein Gott, die schwersten Maschinen überleben wir. Dann kommt der Köter und Feierabend. So, machen wir das nochmal. Ist ja halb so schlimm. Wir könnten natürlich jetzt auch, nachdem wir es ja wissen, hier hoch. Machen wir das doch so. Wir pirschen uns hier von der Seite ran. Und machen die so alle. Kommt hier Hundi schon wieder? Irgendwas höre ich doch schon wieder jaulen. Alles mitnehmen, was nicht festgenagelt ist. Nö, das täuscht. Aber jetzt eben aufpassen. Jetzt müsste der Hund dann wieder kommen. Ja, da ist er doch schon. Haben wir ihn? Erstmal fliehen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Oh, ich möchte eigentlich auf die schwere Knarre wechseln, Kollege. Ist einfach ein bisschen einfacher so. Und irgendwie auch cooler, weil eben die Knarre natürlich relativ cool ist. Von wo kam ein Schuss? Oh, von hier. Den hätten wir. Hier können wir durchbrechen wahrscheinlich. Hier können wir nichts machen. Hier komme ich auch nicht rein. Jetzt ist erstmal Ruhe, so wie es aussieht. Aber das kann natürlich auch einmal mehr sein, dass das einfach die Ruhe vor dem Sturm ist und sonst gar nichts. Hier brennt, macht's und tut's. Es flaggert. Können wir hier überall durchbrechen? Wahrscheinlich ja. Also. Oh. Boom, das war eine Granate, die habe ich nicht gesehen. Alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Machen wir die Atomkanone bereit? Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blaskovic, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Wir sind ja noch gar nicht auf dem Schiff. Seid ihr nicht ein bisschen zu voreilig, schnell unterwegs? Erst müssen wir mal aufs Schiff kommen. Würde ich mal behaupten. Wo ist es denn? Wo ist es denn, das Schiff? Das sieht ja nach vielem aus, aber nicht nach Schiff. Aber irgendeinen Grund wird es ja haben, warum wir hier rumrennen und hier Leute besiegen. Und Hunde. Da ist das Zeichen. Okay. Oh, die haben aber gut parkiert hier. Alles klar, wir befausten mal. Nein, wir besteigen mal die Hammerfaust. Oh, oh. Sie müssen schießen, Blaskovic. Jetzt! Lauf! Eieiei. Wow. Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt.
Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus. Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja, nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht, ja doch. In 2 Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm? Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief gehen. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Lende, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Wow. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Okay, auf Ihrem Stuhl. Ich kann aber nicht gehen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Ja, wir sind ja auch zum Vorsprechen hier. Sollen die schauspielen, die es können? Ja. Hat Ihr Agent Sie hier ins Spiel gebracht? Nee, Mann. Die haben mich bei einer Mystery Show gesehen. Fanden mein Gesicht passend. Echt aufregend. Die Venus und so. Ja, aber schon komisch, oder? Warum die Venus? Jetzt kann ich gehen. Aha. Ich dachte, wir werden fast gezwungen, hier zuzuhören, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen ja ein Stückchen weitergehen. Wir gehen mal zum Stuhl. Klemmbrett. Und Text. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreib's mir auf. Okay, er cheatet ein bisschen, aber er hat ja recht. Auf der Hand, aha. Oldschool. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Oh oh. Heidelinde, kommen Sie. Sind Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden! Keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich. Kommt nochmal! Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr?
Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot? Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Der Lügen, der niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Adelinde? Mein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundert-Epos. Und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Kanzler. Bravo. Um Gottes Willen. Mutter, mir ist so kalt. Weg! Weg. Spiel die Szene. Adelinde! Sie auch! Ein kaltblütiger Terrorist? Das sind Sie! Was habe ich da geschrieben? Und Sie eine Regimehure und Sie ein Regenwurm und Sie ein Regen... Und Sie ein Reg... Ein Regimewurm und Sie ein Regenwurm und Sie eine nette Frau. Ja, ich würde mal sagen, machen wir das mit der Regimehure, weil... Ja, mal gucken, was der Herr Heiler dazu meint. Das ist auch der Herr Heiler. Ist ja schon traurig, dass sie da nicht mal den richtigen Namen nehmen konnten. Und auch noch den Schnauzbart entfernen. Aber sie haben ihn schön dargestellt. Fit wie ein Turnschuh, der alte Depp. So, okay. Ja, machen wir mal. Tragen wir mal vor. Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Zitieren und federn. Das war eh richtig vorher. Also im Sinne von denen, okay, sie brechen und massakrieren, sie vergewaltigen und töten, sie retten und heiraten. Sollen wir mal zitieren und federn? Ich möchte irgendwie nicht immer das Oberste nehmen. Wir retten und heiraten mal. Ich werde sie... retten und heiraten? Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen! Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle, wie schön diese Szene ist. Ich massakriere eure Scheißleute auch. Ich werde auch euch alle platt machen. Ich werde euch auch alle retten. Wir machen mal vernichten. Ich vernichte euch alle. Ach, fürchterlich. Ach, einfach fürchterlich. Sie haben offensichtlich keine Ahnung, wer dieser Mann ist. Ach du grüne Neune. Okay, da muss man irgendwie, Haben Sie irgendwelche Bühnenerfahrung?
Nochmal von vorn? Ach du grüne Neune. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Oh Gott, ja. Ach so, das sollte man sich dann vielleicht doch irgendwie merken. Also erstmal Regime, dann vergewaltigen, dann vernichten. Regime, vergewaltigen, vernichten. Regime, vergewaltigen, vernichten. Mal gucken, ob man sich so merken kann. Regime, vergewaltigen, vernichten. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Kann man es nicht irgendwie überspringen? Wir haben es eigentlich schon gesehen. Ah, doch, guck mal einer an. Komm Sie. Okay, also. Was habe ich da geschrieben? Zuerst hatten wir Regime. Das wäre das mit der Regimehure. Aus lauter Glück hat das und noch gestunken beim ersten Mal. Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Vergewaltigen irgendwie was? Momentchen. Sie brechen, nein, das hier. Okay. Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Ich dachte eben, es reicht, wenn er sich das aufschreibt. ich vernichte euch alle, müsste das dann sein? Nochmal gucken, doch, müsste stimmen. Habe ich mir nochmal auf den Zettel geschrieben. Ich vernichte euch alle. Worte stimmten. Na, geht doch. Aber Sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können Sie sein, was Sie nicht verstehen? Sie spielen Sie die Rolle. Füllen Sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist. Das sind Sie! Und Sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und Sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Ja, schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Mhm. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen, dieser verdammten wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskowitz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskowitz war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskowitz steht kurz davor, die Bombe zu legen, die die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Na, viel Spaß. Auf gutes Gelingen. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte. Schon wieder was lernen? Nö, auf bitte nicht. Und bitte. Au, stopp! Der macht ernst. Ich blute,
brauche eine Pause. Text, bitte. Ich brauche einen Arzt. Text. Mein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Warum? Okay, noch einer weniger. Herr Redfield, bitte. Das müsste dann der sein. Oh nee, das sind wir. Ach du grüne Nonne. Okay, ich würde sagen, wenn es geht, ja, dann machen wir den alle. Herr Redfield, jo. Gehen Sie in den Kasten. Wir gehen in den Kasten. Tach. Und bitte. Nochmal. Aha, da muss man mehrmals drücken. Na, wenn das nicht überzeugend ist. Es ist das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser! Dann sollt ihr das auch kriegen! Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Blazkowicz! Oh, mein Gott! Er ist mehr als perfekt! Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Was zur Hölle ist das? Krasse Szene. Okay, ich würde sagen... Hey, scheiß Kanzler. Genau, das würde ich auch sagen. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Okay, da würde ich glatt sagen, das werden wir natürlich machen. Wir nehmen hier erstmal noch, was wir mitnehmen können. Tonnenweise Medikamente. Ich hoffe, die brauchen wir nicht später dann. Nicht, dass ich jetzt hier alles aufbrauche. Aber ja, phänomenale Szene. Das ist Wolfenstein. Heiliges bisschen. Gut, wir machen das, was wir jetzt machen, aber in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Also vor allem eben diese Szenen da, die wir gerade hatten. Dann bis hoffentlich moin. Macht's gut. Tschüss.